Hallo, dieses Video bietet euch einen umfassenden Überblick über alle GTA Online Freemode PvP Fahrzeuge und meine persönliche begründete Einordnung für diese, wie gut oder schlecht die denn so sind. Einige Fahrzeuge habe ich allerdings von diesem Ranking ausgeschlossen, nämlich zum Beispiel alle Arena War Fahrzeuge, weil die nicht für den freien Modus, sondern speziell für die Arena gebalanced wurden. Und ich habe einige andere Fahrzeuge noch aus anderen Gründen ausgeschlossen. Beispielsweise den Speedo Custom, weil er überhaupt nur durch seinen Godmode-Glitch im freien Modus in PvP viable ist und verwendet wird, und das möchte ich hier nicht bewerten müssen. Was ich aber bewerte, ist immer die bestmögliche legitime Version von einem Fahrzeug. Dass also der Hunter, der hier auch gleich den Auftakt macht, als ein Two-Man-Duo-Hunter bewertet wird mit Pilot und Schütze, was die Feuerkraft des Hunters verglichen zu dem Fall, dass da nur ein Pilot drin sitzt, natürlich erheblich erhöht. Ist ja logisch, ihr seht es auch schon die ganze Zeit im Hintergrund, als Schütze kann man einen Haufen Kills machen. Und da dürfte es auch niemanden überraschen, dass auf diesem Kanal der Hunter ganz oben landet. Ihr kennt meine Videos, ihr wisst, wie vernichtend der Hunter sein kann. Der Hunter ist eindeutig bei S einzuordnen. Dafür spricht sehr viel. Die Panzerung ist sehr gut, der Hunter ist an sich damit schon mal schwer zu killen. Dazu hat er noch Gegenmaßnahmen, das macht es einem nochmal leichter, dass man eben nicht durch sehr aggressive Lenkraketen gegeiert wird, was den Hunter auch zu einem guten Konter gegen diverse andere Fahrzeuge macht. Da Pilot und Gunner gleichzeitig Ziele unter Feuer nehmen können und der Pilot beängstigendes 7er Sperrfeuer zur Verfügung hat, kann der Hunter eigentlich alle schwer gepanzerten Ziele sehr schnell ausschalten. Man sollte ihn also, egal was man da so auffährt, nicht unterschätzen. Ein Hunter ist ohne Frage ein Top-Fahrzeug. Kann das auch der nächste Heli von sich behaupten? Der Havoc? Nein, ich denke nicht. Der hat zwar nur ein Kaliber 50 MG, das hat zwar auch vernünftigen Damage, aber der Heli ist immer noch klein und basiert hauptsächlich auf seiner Wendigkeit und nicht auf seiner großen Feuerkraft, Kampfstärke oder Panzerung. Mit dem Kaliber 50 MG kann man aber zumindest Kills gegen Leute zu Fuß machen, dafür gibt es eine C-Bewertung. Gegen Fahrzeuge ist der Havoc allerdings relativ nutzlos, aber wenigstens hat er Gegenmaßnahmen bekommen, damit man gegen Lenkraketen, auch von den aggressiveren Fahrzeugen, eine kleine Chance hat, um wenigstens noch zu entkommen, wenn man schon einen so kleinen und wendigen Heli hat. Das nächste Fahrzeug ist ein recht neues, nämlich das Kurzpatrouillenboot. Das ist leider auch nicht besonders spektakulär. Es hat zwar recht starke MGs, womit man theoretisch auch gut Kills machen kann, es ist aber defensiv absolut nicht zu gebrauchen. Es ist groß, langsam und vor allem durch Explosionen One-Shot-Down. Das sind keine guten Voraussetzungen, die schlechtmöglichste Bewertung D. Ja, ist ärgerlicherweise das Einzige, was man rechtfertigen kann. Das Potenzial war da, man hätte einfach einen schwimmenden Insurgent machen können, mit vernünftiger Panzerung, was dann auch ein bisschen was aushält, und schon wäre es gar nicht so nutzlos gewesen, aber das hat man leider verpennt. Reden wir als nächstes über den Insurgent. Der ist nämlich gar nicht so schlecht, der hat schwere Panzerung, er ist trotzdem relativ schnell, und er bietet einem von der Bewaffnung her einige vernünftige Optionen. Eine Minigun mit hohem Damage und einen 50er MG mit hohem Damage. Mit beiden kann man Kills machen, aber gegen Fahrzeuge ist er nicht optimal. B ist, denke ich, eine faire Bewertung für den Insurgent, da er zumindest defensiv über die upgradebare Panzerung bei der upgradebaren Version eine Nische hat. Das bedeutet, dass selbst stärkere Fahrzeuge ihn nicht direkt rausnehmen können, weil er genug aushält, um selbst von einigen der stärksten Fahrzeuge im Spiel Hits einzustecken. Und das ist heutzutage schon etwas wert. Andererseits bedeutet die Panzerung auch, dass schwächere Fahrzeuge den Insurgent kaum berühren können. Das heißt, gegen die gewinnt man quasi von selbst, weil die keinen Damage gegen ihn machen. Das ist auch durchaus was wert. So kann man den Insurgent dann doch noch ein bisschen offensiv verwenden, aber es sollte jedem klar sein, dass man damit keine ganzen Lobbys erobert, sozusagen. Die ganzen billigen Insurgent-Knockoffs wie der Barrage oder der Menacer sehe ich als etwas schlechter als den Insurgent und damit landen die in der C-Kategorie inklusive dem Technical Custom, was ja ursprünglich auch schon ein schwächerer Insurgent war. Dann gibt es auch noch die Billig-Knockoffs, die richtig billig sind, so wie der Boxville, der nicht mal richtig gepanzert ist, und die Geschützdemo, die ein bisschen Panzerung hat. Die landen in D. Auch die autogewordene Variante der Limousine landet in D, weil man damit zwar schon Kills machen kann, Drive-By beim Rumfahren, aber erneut, im Kampf gegen andere Fahrzeuge zieht man damit sehr wahrscheinlich den Kürzeren, auch wenn man da vorne MGs dran hat. Und ein solches Fahrzeug, gegen das man sehr sicher den Kürzeren zieht, ist der Khanjali.
Da mache ich extra den Verkauf kaputt und krieg's nicht mal als Kill. Eine A-Bewertung gibt es für den Khanjali, aber trotzdem. Weil es einfach ein grundsolider Panzer ist. Vernünftige Panzerung, gute Feuerkraft und man kann ihn in einem Team verwenden, weil Teammates eben unterschiedliche Geschütze oben auf dem Panzer übernehmen können. Der Rhino hingegen kann nur allein verwendet werden und ist allgemein verglichen mit dem Khanjali ein ganz schönes Downgrade. Trotzdem reicht die Feuerkraft vom Rhino aus, um diverse andere Fahrzeuge in den Schatten zu stellen, weil es nun mal eben ein Panzer ist und das hat gewisse Vorteile. Man kann nicht rausgeschossen werden. Zumindest sollte man nicht rausgeschossen werden können. Ich weiß, dass es da so eine verbuggte Stelle an Panzern gibt, wo man dann doch rausgeschossen werden kann. Das ist ziemlich lächerlich. Aber trotzdem gibt es eine B-Bewertung, weil es halt eben offensichtlich ist, dass man mit einem Rhino gegen diverse Dinge immer noch absolut im Vorteil ist. Damit ist es an sich kein schlechtes Fahrzeug, auch wenn es in der Meta der Fahrzeuge grundsätzlich kein vorteilhaftes Fahrzeug verglichen mit anderen Optionen ist. Folglich genau das Richtige für B. Das nächste Fahrzeug ist der Savage und der ist ausgezeichnet dafür geeignet, um diverse gepanzerte Fahrzeuge zu knacken. Das reicht für einen wohlverdienten Platz in der A-Kategorie, aber eben nicht für die S-Klasse, was vielleicht manche Zuschauer von mir schockieren mag, denn der Savage hat ja bekanntlich die stärkste Expo-Minigun im Spiel und damit einen der höchsten Damage-Outputs überhaupt, um eben wie erwähnt sehr schnell eigentlich alles knacken zu können. Und auch einen Haufen Leute am Boden sehr schnell abfarmen zu können, wie viele Leute sicherlich wissen, die meinen Kanal schon länger verfolgen. Aber unterm Strich ist der Savage defensiv nicht so gut wie andere Helikopter. Er ist nicht so stark gepanzert wie Akula oder Hunter und er kann auch nicht so schnell an Höhe gewinnen. Er hat keine Gegenmaßnahmen und seitdem die verbuggte Hitbox gepatcht wurde, kann man damit auch keinen aggressiven Raketen mehr vernünftig ausweichen. Unterm Strich ist der Laserjet da wahrscheinlich die elegantere Option. Er ist schmal und wendig und hat trotzdem überlegene Feuerkraft, denn auch der Laserjet hat eine sehr starke Expo-Minigun, zwar mit weniger Damage-Output als die vom Savage, aber dafür mit erhöhter Reichweite. Und das macht ihn zu einem ausgezeichneten Dogfighter, weil er Fehler von feindlichen Piloten sehr schnell abstrafen kann, vorausgesetzt, dass man trifft und die Schüsse connecten. Gegenmaßnahmen hat er nicht, aber die braucht man eigentlich auch gar nicht, weil der Laser eigentlich allem ausweichen kann, was da so auf einen abgefeuert wird. Das beinhaltet auch die Raketen von den nestigen Noobbikes, die man ebenfalls als ein geübter Pilot mit dem Laser bequem beseitigen kann. Ihr wisst es, ich weiß es, S-Klasse. Der Laserjet ist ein absolutes Top-Fahrzeug und ich habe schon früher häufiger gesagt, dass es niemals eine Meta in diesem Spiel gab, in der der Laserjet nicht viable war. Und das ist auch jetzt nicht der Fall. Der Laserjet ist großartig und vorausgesetzt, dass er nicht genervt wird, wird er auch noch sehr lange großartig bleiben. Angenommen, man bekommt ein zufälliges Fahrzeug von dieser Liste für einen Fight und man bekommt den Laserjet, da würde sich wahrscheinlich niemand ärgern. Das ist meiner Meinung nach das stärkste Fahrzeug, das ein einzelner Spieler solo verwenden kann. Und je unfairer der Pilot, desto stärker wird der Laser, denn damit kann man verdammt viel Schaden anrichten und sehr viele Kills sehr schnell machen. Der nächste Jet, den wir hier auf der Liste haben, ist der B11 und der hat seine ganz eigene Nische und die nennt sich Sperrfeuer. Während die Expo-Minigun des B11s nicht so geil ist, ist das Sperrfeuer an einem Kampfjet durchaus auch eine sehr, sehr belastende Möglichkeit, um Bodenziele auseinanderzunehmen. Aber das ist längst nicht die einzige Stärke vom B11. Darüber hinaus hat er eben neben der Expo-Minigun den Raketensperrfeuer auch noch Bomben und Gegenmaßnahmen und Panzerung und er ist wendig genug, dass man damit Dogfighten kann und er ist, wenn man hochfliegt, schnell genug, dass man damit andere Jets einholen kann. Und erst gleichzeitig, wenn man tief fliegt, langsam genug, dass man präzise bei einem Anflug zielen kann. Der B11 ist an sich ein sehr gut durchdachter Kampfjet und vernünftig gebalanced. Das einzige Problem, was ich mit ihm sehe, ist, dass die Expo-Minigun vom B11 leider nicht so furchtbar stark ist und dass dann viele Dogfights damit enden, dass der Gegner, wenn er merkt, dass er gehittet wird, einfach rausspringt, um so den Hits zu entgehen. Weil man nun mal feindliche Jets nicht instant wegschreddert, so wie wenn man sie mit der Explominigun vom Laser trifft. Trotzdem ist der B11 ein ganz klarer Kandidat für die S-Bewertung, weil er im Kampf gegen Fahrzeuge von allen anderen Bewertungsstufen massiv im Vorteil ist. Hätte der B11 jetzt noch die starken Expo-MGs vom Laser, wäre er wahrscheinlich instant das stärkste Fahrzeug im Spiel und müsste eine eigene Stufe haben. Von daher ist es doch besser, dass das so nicht ist. Auch wenn es immer mal wieder schade ist, dass ein Jet, der auf dem A10 basiert, so wenig Feuerkraft hat. Dann wiederum reicht das gleiche Maß an Feuerkraft beim Rogue vollkommen aus. Das ist ein Propellerflugzeug mit Expo-MGs und das ist auch sehr wendig und damit für Dogfights ganz gut geeignet.
Hinzu kommen Raketen und Bomben gegen Bodenziele und damit ist der Rogue vom Prinzip eine Art Mini-Version vom B-11. Es fehlt das Sperrfeuer, die Hauptwaffe gegen Bodenziele vom B-11, damit kann der Rogue gepanzerte Ziele nicht ganz so gut knacken. A-Bewertung. Unser nächstes Propellerflugzeug, die Nokota, hat leider nur Raketen und MGs und ist damit noch armseliger bewaffnet. B. Auch wenn man zugeben muss, dass die Nokota sich sehr präzise fliegt und dass man damit die Raketen ganz gut treffen kann. Immerhin. Unser nächstes Flugzeug stammt auch aus dem Zweiten Weltkrieg und ist mit Raketen, MGs und Bomben bewaffnet. Der Starling. Dadurch, dass der teilweise ganz langsam wird, kann man die Bomben recht gut treffen und dann mit dem Boost wieder beschleunigen, um sehr wendig zu sein und auch gar nicht so langsam. Von daher ein sehr gutes, vielfältiges Fahrzeug A-Klasse. Und das hier ist einer meiner besten Kills damit. Ich feuere eine Lenkrakete ab und ein Zuschauer am Boden lenkt die mit einer Flaregun ins Ziel. Das nächste Fahrzeug ist der Pyro, ein sehr wendiger und schneller Jet. Sogar der wendigste und schnellste, damit ein sehr guter Dogfighter. Aber in der Tat, von den Problemen bei der Feuerkraft beim B-11 kann auch der Pyro ein Lied singen. Die Leute springen raus, bevor man den Kill bekommt, dann kann man noch probieren, sie am Fallschirm wegzurammen oder mit Ungelenken zu treffen. Aber unterm Strich ist es dann halt nicht so geil. Dafür hat man im Dogfight zumindest sehr gute Chancen, da zu gewinnen. Damit gibt es eine Einstufung in der B-Klasse. Man kann halt auch mit Ungelenken gegen Bodenziele Kills machen, ja, aber so richtig optimal ist es nicht. Für mehr als B reicht es meiner Meinung nach nicht. Wenn man 4 Dogfightet, ganz vielleicht A, aber ansonsten nicht. Dann gibt es noch den Molotok. Der Molotok ist vergleichbar mit dem Pyro. Ähnliche Panzerung, Gegenmaßnahmen, auch nur Raketen und MGs. Aber leider nicht ansatzweise so gut im Dogfight. Kommt trotzdem gerade noch so in die B-Klasse, weil er doch etwas stärker ist als die Sachen, die bei C landen. Aber unterm Strich sollte man mit diesem Ding nicht allzu viel arbeiten. Es ist halt einfach in so vielen Aspekten sogar von Fahrzeugen in der gleichen Kategorie outclassed. Der nächste Jet ist der Hydra. Und der Hydra hat verdammt viel Feuerkraft, ähnlich wie der Laser. Damit geht's ab in die A-Klasse. Für S reicht es meiner Meinung nach nicht, weil der Hydra nicht so manövrierfähig ist wie ein Laser. Man ist da dann schon etwas angreifbarer. Er beschleunigt langsamer, das Flugverhalten ist nicht so optimal. Unterm Strich kann man damit natürlich immer noch Dogfighten, weil man die Feuerkraft hat. Aber man sollte das nicht tun. Man verliert im Regelfall gegen schnellere, wendigere Jets und man sollte sich nicht auf den Hydra verlassen. Gegen Bodenziele geht er voll klar, deswegen ja auch die Bewertung in A. Aber ansonsten ist es einfach kein richtiges Top-Fahrzeug. Das nächste Fahrzeug, das wir hier haben, ist der Night Shark und das ist ein sehr gepanzertes Fahrzeug. Also wirklich extrem stark gepanzert. So stark gepanzert, dass man den eben gegen die ganzen anderen starken Fahrzeuge mit Explominigans verwenden kann, weil die erstmal nicht durchkommen. Damit geht's ab in die A-Klasse, denn der Night Shark spielt auf hohem Niveau. Wenn auch zugegeben eher defensiv. Offensiv kann man bestenfalls mit Drive-By ein bisschen was rausholen, aber darauf sollte man sich nicht verlassen. Wenn man offensiv wirklich was aus dem Night Shark rausholen möchte, sollte man ihn mit dem Flak-Anhänger kombinieren, sodass man dann die vernichtende Feuerkraft des Flak-Anhängers ausnutzen kann. Der kann selbst die gepanzertsten Fahrzeuge im Spiel in 2 Treffern zerstören. Das ist beachtlich und liefert ihm erstmal eine B-Einstufung. Davon sollte man sich aber nicht täuschen lassen. Das basiert nur auf dem an sich schlechten Standard-Zugfahrzeug. Kombiniert man den Flak-Anhänger mit einem Fahrzeug der A-Klasse wie dem Night Shark, ist der auch absolut für die A-Klasse geeignet. Der Flak-Anhänger kann sogar Fahrzeuge, die noch stärker sind, in 2 Treffern zerstören. Wie den Avenger. Wenn er nicht gerade nach einem Treffer kaputt geht wegen dem One-Shot-Bug. Aber ansonsten ist ein Avenger eindeutig eine fliegende Festung. Panzerung bis zum geht nicht mehr, trotzdem ziemlich schnell und wendig und Feuerkraft bis zum Abwinken. Mal ehrlich, der Avenger ist schon sehr, sehr stark. Dafür gibt's eindeutig eine S-Einstufung. Die Geschütze haben eine Range, die kaum eine andere Waffe in diesem Spiel erreichen kann. Scharfschützengewehre und U-Boot-Raketen sind das einzige, was auch diese Range packt. Das muss man anerkennen. Und das mit so starken Extraschüssen. Weiterhin kann ein Avenger über Thermalsicht sogar unter Wasser nach U-Boot-Autos jagen, die man dann auch in sehr wenigen Treffern zerstören kann. Allgemein muss man keine anderen Fahrzeuge fürchten, wenn man im Avenger ist. Panzer, Jets, Helis, sogar die gottverdammten Noob-Bikes kann man alle bequem geiern. Man muss wirklich vor nichts Angst haben, weil der Avenger wahrscheinlich das stärkste Fahrzeug im Spiel ist. Es gibt aber trotzdem einige wenige Konter dagegen, die ihn relativ schnell zerstören können. Wie beispielsweise ein Tschernobok, ein Fahrzeug, was speziell dazu gedacht ist, Dinge aus der Luft zu geiern.
Man parkt ihn irgendwo strategisch sinnvoll an einer guten Position, fährt die Stützen aus, geht nach hinten an die Raketen und nimmt mit solider Range als Sicherheitsabstand das, was auch immer man geiern möchte, unter Feuer. Wenn es gepanzert ist wie ein Avenger, muss man vielleicht zweimal schießen, die meisten Dinge gehen aber in einer einzigen Salve kaputt. Der Tschernobog macht kurz gesagt nur eine Sache, aber die macht er gut genug, um einen Platz in der A-Kategorie zu verdienen, weil sich damit seinen Platz in der Meta verdient. Er ist zwar nur in einer bestimmten Nische tätig, aber in dieser Nische ist er ohne Frage das beste Fahrzeug. Hard Konter gegen Noobbikes, auch wenn ich mich da gerade eben durch Rammen auf die Fresse gelegt habe. Apropos durch Rammen auf die Fresse, wir müssen ja das Meme dieses Fahrzeugs aufrechterhalten. Der hat's auch nicht gecheckt. Ich habe ihn sogar extra noch angeschossen. Das Batmobil landet in B. Die wirkliche Stärke dieses Fahrzeugs ist natürlich nicht das Rammen, sondern die absolut hochaggressiven Lenkraketen. Das sind die aggressivsten im Spiel, die so übrigens auch am Deluxo vorzufinden sind, der ebenfalls in B landet. Die sind so aggressiv, dass die nicht nur die Ziele sicher treffen, sondern auch noch immer wieder kommen, falls sie irgendwie verfehlen sollten. Beispielsweise durch eine verbuggte Hitbox und die dann so um das Ziel herumschwirren. So aggressiv sind nicht mal die Raketen vom absolut noobigen Noobbike. Ähnlich wie beim Deluxo muss man für Kills damit nichts können, man drückt einfach auf den Knopf, aber das Noobbike landet in A, weil es darüber hinaus noch sehr klein, schwer zu treffen und mit Gegenmaßnahmen versorgt ist. Es ist also perfekt für die ganzen Lappen, die nichts können und das Spiel nicht verstehen und einfach nur rumnooben wollen. Es gibt aber auch einen guten Konter dagegen, den Stromberg. Ja, Stromberg approves den Stromberg, denn das ist ein sehr guter Konter, der dann auch in A landet und vor allem auch ein vernünftig gebalanceder Konter, weil er eben nicht die anderen skillvollen Dinge mitkontert. Er kann ja nicht fliegen, er fährt nur am Boden rum und fischt dann die Noobbikes, die probieren den Stromberg zu zerstören, aus der Luft. Allerdings kann der Stromberg noch eine andere Sache, und das ist unter Wasser und im Wasser generell eingesetzt werden, was in der neuen Meta durch die U-Boote eine sehr sinnvolle Eigenschaft ist. Man kann sagen, dass der Stromberg selten so relevant war, wie er es jetzt ist. Und gleichzeitig ist er auch irgendwie irrelevanter geworden, weil es ein anderes U-Boot-Auto gibt. Den Toreador. Und der hat darüber hinaus auch noch einen Boost, mit dem er in der Gegend rumspringen kann. Und das bei vergleichbarer Panzerung und ähnlich aggressiven Raketen, die nur etwas weniger Range und etwas weniger Flugtempo haben. Der Boost ist das sehr wahrscheinlich wert. Der Typ in dem Heli war übrigens ein Zuschauer, der hat mich eine ganze Zeit lang nicht angegriffen und ist mir nur hinterhergeflogen, so lange bis er mich dann doch angegriffen hat, was er jetzt hoffentlich sehr bereut. Aber das ist wieder so ein Beispiel, warum ich Zuschauern in der Lobby erstmal grundsätzlich nicht vertraue. Und da sind eigentlich immer irgendwo 31er dabei. Bedauerlich, aber ist halt so. Jedenfalls sollte man eines dieser beiden Fahrzeuge, also entweder den Stromberg oder den hier, in seinem Fuhrpark haben, weil es ein wunderbarer Konter gegen Noob-Autos und Noob-Bikes ist. Und mit dem Sprung kann man sogar ganz gutes Movement an den Tag legen, an der ein oder anderen Location. Auch wenn ich den Deluxo da hinten nicht mehr eingeholt habe. Das ist halt der Vorteil vom Deluxo, der kann richtig fliegen, dieses Teil hier nicht, dafür hat's Panzerung. Auf jeden Fall auch ein verdienter Platz in der A-Klasse, sogar fast S-klassentauglich, wenn da nicht noch stärkere Sachen wären. Dann gibt es auch noch, was Sprünge anbelangt, den Scramjet. Und mit dem kann man auch mit ungelenkten Raketen einigermaßen vernünftig Kills machen. Der hat auch aggressive Lenkraketen, aber unterm Strich ist er halt ungepanzert und damit als Konter nicht so gut gegen Noobbikes geeignet. Der landet nur in B. Der beste Konter gegen Noobbikes weit und breit ist der Ruiner 2000. Und wenn ihr euch recht erinnert, bewerte ich immer die stärkste Version des Fahrzeugs und deswegen landet der auch in der S-Klasse, denn da gibt es den Missions-Ruiner von Fully Loaded, aka bis an die Zähne. Und der ist wahrhaftig das mächtigste Auto in GTA Online. Die Panzerung des Fully Loaded Ruiner ist ebenfalls unglaublich eindrucksvoll. Man hält damit mehrere Anflüge der stärksten Kampfjets aus und Dauerbeschuss von der Savage Explo Minigun für einige Sekunden. Dazu hat man die hochaggressivsten Raketen, die überhaupt in diesem Spiel existieren. Sie sind extrem schnell und 100% treffsicher. Damit ist nicht zu spaßen. Während der Ruiner auch noch vollständig unanvisierbar für feindliche Lenkraketen ist, wenn man die Missionsvariante geholt hat. Man hat also die Wahl, möchte man mit dem Stromberg rumfahren und damit die Noobbikes ein bisschen kontern, oder startet man die Fully Loaded Mission, holt sich den Ruiner und bringt ihnen ein Trauma bei, das sie niemals vergessen werden.
Das ist kein Wunder, dass normale Fahrzeuge wie der Duke in den unteren Kategorien landen. Die sind zwar auch gepanzert und bieten bei den Scheiben sogar mehr Schutz vorm rausgeschossen werden als der Ruiner, weil man da Panzerplatten vorhat, aber unterm Strich macht der Ruiner alles an Fahrzeugen, die dumm genug sind, in seine Anvisier-Range zu kommen, sehr schnell weg. Was soll man da noch auf irgendwelche Revolverschüsse gehen oder mit dem Tamper rumfahren und mit dessen Miniguns irgendwelche Leute verharzen, wenn man genauso gut warten kann, bis die in ihr Auto einsteigen oder auf ihr Noob-Bike eiern, um sie dann auf Knopfdruck eliminieren zu können, ohne dass sie jemals eine Chance hatten. Ja, Duke und Tamper landen in der C-Kategorie. Interessantes Konzept, kann aber nun mal einfach nicht mit einem Auto mithalten, das Kampfjets vom Himmel schießen kann. Aber so ist halt die Lage in GTA Online PvP mittlerweile geworden. Die Meta wird dominiert durch hochaggressive Lenkraketen und Explosiv-MGs und eben nicht durch die skillvolleren Fahrzeuge, bei denen man noch vernünftiges manuelles Aim mit den regulären MGs braucht, so wie beim Annihilator. Vor allem, weil die dann auch noch meistens One-Shot durch eine sehr skillvolle Rakete sind. Super, da reicht es dann eben auch nicht für mehr als C. Auch wenn die MGs an sich einen gar nicht so furchtbar schlechten Damage-Output haben, wie vom Bussard beispielsweise, können Autos auch in sehr kurzer Zeit zum Brennen bringen. Und dann dauert es auch nicht mehr lange, bis die explodieren. Aber unterm Strich geht es halt einfach schneller, wenn man mal eben mit einem Noob-Bike eine Rakete draufschießt, für einen billigen Kill. Raketen hat der Bussard auch, aber nicht die hochaggressiven, weil der Bussard noch aus den guten alten Zeiten von GTA Online stammt, als die Balance noch nicht komplett über den Haufen geworfen wurde. An sich ist der Bussard auch immer noch gut gegen Leute, die zu Fuß unterwegs sind. Das ist allerdings nicht den tollen MGs des Bussards geschuldet, sondern eher den Raketen und dem Umstand, dass der Heli nun mal einfach recht klein und schwer zu treffen ist und dass man dann damit noch Kills machen kann, weil man Stinger-Raketen vom Boden aus auch sehr gut ausweichen kann mit dem Bussard. Der Typ da zum Beispiel war aber ein sehr ehrenwerter Mensch. Der hat nicht zurückgestingert, der hat gesehen, dass ich Miniguns benutze und hat dann auch zurückgeminigunt. Sowas ist selten in GTA. Die meisten sind Stingerbobs und denken sich, boah, ein Heli, erstmal draufstingern. Das fand ich so beeindruckend, dass ich dem sogar seine Lieferung gelassen habe, die er da für den Bunker geholt hat. Das Ende vom Lied war, dass ein anderer Typ mit dem Noobbike angekommen ist und die zerstört hat. Ein Sinnbild für den Zustand dieses Spiels. Machen wir weiter mit dem nächsten Fahrzeug, dem Valkyrie, wieder ein Helikopter. Und der ist, auch wenn man es vom Aussehen her gar nicht erwarten würde, im Gameplay dem Hunter doch recht ähnlich. Man hat da wieder einen Piloten, der halt rumfliegt, und einen Kamerageschützgunner mit Explosivmunition, der die Leute am Boden absolut wegfetzen kann. Im Gegensatz zum Hunter hat beim Valkyrie der Pilot überhaupt keine Waffen, der fliegt also wirklich nur rum. Dafür hat man zwei weitere Gunner, die hinten an der Seite mit nicht-explosiven Miniguns auch noch Kills machen können. Der Valkyrie landet leider nur in B, weil ihm im Gegensatz zum Hunter sowohl Gegenmaßnahmen als auch Panzerung fehlen. Hätte er wenigstens eins von den beiden, hätte ich mir auch vorstellen können, den in A zu packen. So sehe ich das leider aber nicht, weil er gegen zu viele Fahrzeuge aus der B-Kategorie durch seine Schwäche gegen Lenkraketen verliert. Da muss nur einmal irgendwas ankommen mit aggressiven Raketen und man ist ein absoluter Freekill für den. Man muss also mit dem Valkyrie sehr vorsichtig vorgehen. Wenn man das macht, ist er offensiv nicht schlecht. B ist also die Minimum-Einordnung, die ich dafür wählen würde. An sich, offensiv hätte auch das Zeug zu A, keine Frage. Das Kamerageschütz vom Valkyrie ist stark. Man hat da eine höhere Feuerrate als beim Hunter, aber dafür auch einen geringeren Damage-Output pro Schuss. Man hat eine geringere Sichtempfindlichkeit, kann also weniger schnell auf Dinge reagieren, aber dafür kann man auch sehr viel präziser schießen, was es einem leichter macht, schwer treffbare Ziele wie ein Noob-Bike abzuschießen. Nur zu blöd, dass der Heli halt nichts aushält. Das Potenzial war immerhin da, aber das trifft auch auf unseren nächsten Kandidaten zu, den neuen CS Annihilator. Kaum ein Fahrzeug hat mich so enttäuscht und so wütend gemacht wie dieser. Man hätte so viel rausholen können. Er basiert auf einem echten Tarnheli, aber was hat man draus gemacht? Nichts. So hängt der Tarn-Annihilator leider in der B-Kategorie, obwohl er ganz oben mit dabei hätte sein können. Schließlich ist der Akula mit seinem Tarnmodus schon ein sehr krasser Heli. Und die Bewaffnung von beiden ist ähnlich, was auch schon irgendwie ziemlich faul ist. Hätte man ihm eine andere Bewaffnung gegeben, hätte er vielleicht seine eigene Nische gehabt, etwas Panzerung vorausgesetzt. So ist der Annihilator in jeglicher Hinsicht outclassed durch andere Fahrzeuge weiter oben. An sich gibt es keinen Grund, ihn jemals zu verwenden,
Und der einzige Grund, dass man damit überhaupt einigermaßen Kills machen kann, ist, dass es auch noch andere Fahrzeuge gibt, die schlechter sind und dass Leute am Boden nun mal häufiger einfach nicht auf den Tarnmodus klarkommen. Kann man aber auch einfach den Akku dafür nehmen. Dieses Fahrzeug hat keinerlei eigene Identität. Vom Design mal abgesehen. Ja, es ist eine Art Truppentransporter, okay. Aber wer möchte ernsthaft Truppen in einem GTA Online-Meta-Szenario transportieren, wo der Heli dann mit 6 Leuten One-Shot durch ein Stinger oder Noobike ist? Niemand. Das Ding ist useless. Es ist nicht gut. Eigentlich verdankt es überhaupt seine Platzierung in der B-Kategorie nur dem Umstand, dass er eben wieder Akula-Sperrfeuer hat, was eine sehr starke Bewaffnung ist. Ansonsten wäre es ein komplett irrelevantes Fahrzeug. So ähnlich sieht das auch beim Akula aus, aber der hat ja glücklicherweise auch Sperrfeuer bekommen und ist damit durchaus sehr viable. Das ist ein Heli, den man nicht unterschätzen sollte. Er ist vernünftig gepanzert, vernünftig bewaffnet und hat einen Tarnmodus. Damit landet er in der S-Klasse, auch wenn ich zugeben muss, dass er wahrscheinlich das schwächste Fahrzeug in der S-Klasse ist. Meiner Meinung nach ist die Bewaffnung eigentlich nur A-klassentauglich, aber die Kombination aus Panzerung, einem doch vernünftig wendigen Heli mit einer sehr guten Steigrate und eben dem Tarnmodus katapultieren den Akula dann doch nach ganz oben. Meiner Meinung nach ist es ein Heli, bei dem sehr viel von dem Piloten abhängt. Man braucht nämlich nicht nur einen guten Piloten, der den Heli vernünftig fliegen kann, sondern auch noch einen Spieler mit solidem Spielverständnis, der dann aus dem Akula mit dem Tarnmodus das meiste rausholen kann. Deswegen ist der Akula auch mein persönliches Lieblingsfahrzeug auf dieser Liste und in GTA Online allgemein. Es ist einfach ein grundsolider Heli, der immer mehr Spaß macht, je besser man damit wird. Machen wir weiter mit dem nächsten Fahrzeug, das einen Tarnmodus hat. Der Alkonost. Die ist, im Gegensatz dazu, wie es im realen Leben funktionieren würde, besonders getarnt und nicht auf der Map, wenn man hochfliegt. In der Realität sind Bomber getarnt, wenn sie tiefer fliegen. Hat Rockstar toll verstanden. Aber eine C-Bewertung gibt es trotzdem, weil das Handling der Alkonost für einen so großen Bomber ziemlich gut ist und weil sie ein bisschen was aushält, Gegenmaßnahmen hat und eben zumindest einen Tarnmodus hat. Auch wenn man ganz ehrlich sagen muss, dass man den kaum richtig verwenden kann. Denn selbst wenn man perfekt präzise Bomben trifft, ist das Ding immer noch Explosniper-Futter. Man muss nur also einmal gespottet werden und schon ist man hin. Gleiches Problem hat die Volatol, nur dazu keinen Tarnmodus, deswegen kommt die in die D-Klasse. Mit der Alkonost kann man wenigstens über den Tarnmodus ab und an nochmal Leute überraschen, aber man kann nicht wirklich aus der Höhe bomben, in der man dann auch getarnt wäre. Weil die Bomben dann einfach mit dem Boden nicht connecten, die fallen durch den Boden. Super toll. Finde ich richtig schlecht, ansonsten hätte die Alkonost vielleicht noch ein bisschen mehr Potenzial nach oben gehabt. So aber leider nicht. Die Bombuschka landet schockierenderweise auch in D, weil die Geschütze verbuggt sind. Ich weiß nicht, wie viele von euch das schon realisiert haben, aber man kann die Geschütztürme nicht mehr drehen. Man kann nur noch ein paar Grad nach links, rechts, oben oder unten aimen und das war es dann auch schon. Ohne die Geschütze ist es nun mal einfach nur ein dicker, langsamer Bomber und das ist nicht besonders gut. Auch bei den anderen Bombern sieht es ganz schön traurig aus. Mogul und Tula landen ebenfalls in der D-Kategorie, weil man mit Bomben nun mal in Fahrzeugkämpfen keine besonders guten Chancen hat. Da sollte man eher auf die Fahrzeuge weiter oben setzen. Und gegen Bodenziele kann man mit den Fahrzeugen weiter oben auch sicherer und besser arbeiten. Das Jetpack landet in B, weil es vom Prinzip genauso wie ein Bus hat funktioniert, nur dass man Gegenmaßnahmen hat und dafür sich zwischen MG und Raketen entscheiden muss. Dann haben wir noch das Noobike Mark 1, ist vom Prinzip halt einfach ein Noobike, nur nicht so gut wie das Mark 2. Landet in B, weil es durch das Mark 2 gekontert wird und durch die Noobike-Konter logischerweise ebenfalls und die sitzen in A. Dann haben wir noch den Sparrow zu bewerten. Das ist ein neuer Helikopter, der vom Prinzip so ähnlich funktioniert wie der Bussard. Landet auch in B, hat vollautomatische Raketen und ähnlich wie beim Jetpack muss man sich halt entscheiden, ob man Raketen oder ein MG haben möchte. Logischerweise werden auch hier die meisten Leute die Raketen wählen und das ist in diesem Fall auch die richtige Entscheidung. Der Sparrow ist wendig, man fliegt ihn wie ein Bussard, man muss Raketen ausweichen, Panzerung hat er nicht. Wenn man schon einen Bussard hat, braucht man den Sparrow nicht unbedingt. Aber es ist teilweise eine ganz nette Alternative, wenn man einfach mal ein bisschen was anderes fliegen möchte. Also ja, B-Platz ist voll verdient. Machen wir weiter mit einem weiteren Fahrzeug, das mit dem Sparrow zusammenhängt, dem U-Boot. Das braucht man nämlich, um den zu kaufen. Und das U-Boot nutzt als Hauptkampfwaffe die TV-Raketen. Und die sind sehr, sehr stark. Das U-Boot landet in der S-Klasse. Das U-Boot hat von allen Fahrzeugen die größte Reichweite. Man kann sich vor den TV-Raketen nicht wirklich schützen. Wenn man die manuell zündet, können die jedes fliegende Ziel treffen
Und das Einzige, was einem vom Tod retten kann, ist eben genug Panzerung zu haben, um den Hit zu überleben. Das U-Boot kann fast alle Spots auf der Map erreichen, je nachdem, wo man es positioniert. Man kann sich also bestenfalls unter Wasser oder unter der Erde davor verstecken. Das U-Boot ist somit eine sehr große Bedrohung, vor allem für Leute, die gerne am Boden spielen. Denn da kann einfach mal unvorhergesehen eine Rakete angeflogen kommen und weg ist man 1-0-Ilz. Wenn man dabei dann auch noch einen so nervigen Bodenhansel-Tryhard mit der TV-Rakete erwischt hat und denen das schreibt, dann sind die richtig triggert. Bis zur Hölle und zurück sind die triggert. Die sind dann richtig am Weinen und das macht das U-Boot nochmal großartiger. Und man sollte sich natürlich keinen Illusionen hingeben. Das U-Boot wirkt sich auch negativ auf die Fahrzeugbalance aus, insoweit dass viele Fahrzeuge, die früher mal viable waren, natürlich durch das U-Boot aus der Meta gedrückt werden. Ich persönlich finde das U-Boot trotzdem immer noch sehr lustig, einfach weil es so viel Spaß macht, damit irgendwelche Lappen wegzusprengen. Vor allem die, die schon eine TV-Rakete abbekommen haben, sich dann irgendwo verstecken und sich dann sicher fühlen und dann direkt die nächste abbekommen, nachdem sie vorher auch noch Evo gemacht haben. Und die Krönung ist dann, wenn die dann auch noch später online auf dem Rabux-Discord rumheulen, wie unfair man doch gegen sie gespielt hat. Ist es nicht wunderschön? Aber das ist halt die verweichlichte GTA-Community. Stellt euch mal vor, im Krieg würde da ein echter Soldat rumheulen. Oh, das U-Boot hat eine Interkontinentalrakete abgeschossen. Das ist so unfair. Die sollen mal lieber mit ihrem Gewehr angelaufen kommen. Dazu sage ich nur, so funktionieren U-Boote halt. Adapt and overcome. Und wenn du nicht adapten kannst, bist du schlecht. Du könntest zum Beispiel den APC verwenden, der in die A-Klasse eingestuft wird. Der ist gepanzert genug und hat auch genug Feuerkraft, um aufgetauchte U-Boote versenken zu können. Kein schlechtes Fahrzeug in dieser Meta. Kann schließlich schwimmen, kannst du zum U-Boot schwimmen. Aber dann taucht der U-Boot-Kapitän wahrscheinlich ab, wenn er schlau ist, und torpediert dich von unter Wasser. Und genau deswegen ist das U-Boot in S und der APC in A. Außerdem kann man aus dem APC rausgeschossen werden, was auch auf unser nächstes Fahrzeug hier zutrifft. Das MOC, bestehend aus Zugfahrzeug und Anhänger. Beides ist durchaus sehr stark gepanzert, aber es ist beides auch relativ langsam. Und man kann halt, wie erwähnt, sehr leicht rausgeschossen werden aus einem so langsamen Fahrzeug. Da reicht es nur für die B-Klasse, auch wenn das Ding vom Prinzip so ähnlich spielbar ist wie ein Panzer. Ist kein furchtbar schlechtes Fahrzeug. Ist nur umständlich zu verwenden, weil es viele tote Winkel hat. Der kleine Bruder vom MOC, der Terrorbyte, landet in der B-Kategorie, weil er essentiell nur eine mobile Drohnenstation ist. Das ist zwar auch ganz gut, um unvorhergesehene Kills gegen Bodenhansel zu machen, aber dafür braucht man nicht unbedingt den Terrorbyte, das kann man auch mit einer Drohnenstation in der Spielhalle. Darüber hinaus hat der Terrorbyte aber vernünftige Panzerung und Lenkraketen, die sogar Leute zu Fuß anvisieren können. Das ist ganz gut, das rechtfertigt den Platz in B. Aber der Terrorbyte wird durch Fahrzeuge weiter oben immer noch outclassed. Unser nächstes Fahrzeug ist die Halbkette, ein sehr schwer gepanzertes Bodenfahrzeug, das man gut für Drive-By verwenden kann und das auch ein schweres Geschütz mit sich rumschleppt. Die Halbkette landet in A, weil es essentiell ein besserer Insurgent ist. Die Halbkette bietet euch nämlich den riesigen Vorteil, dass sie von vorne mit der Standardscheibe komplett kugelsicher ist. Das heißt, egal wie sehr die Auto-Aim-Idioten es auch versuchen, wenn ihr richtig positioniert seid, können die euch da nicht rausschießen. Das ist in Kombination mit der Explore-Resistenz, die wie gesagt beachtlich ist, ein sehr, sehr tankiges Fahrzeug, aus dem man nur sehr schwer rausgekillt werden kann. Im Gegensatz zu unseren Restposten. Der Mule Custom und der Pounder Custom sowie der Kuruma sind in dieser Meta vollständig irrelevant. Damit kann man nichts anfangen und die sind eigentlich nur Futter für die anderen Fahrzeuge, die weiter oben als D sind und selbst einige Fahrzeuge in D machen die immer noch platt. Und auch der Karakara, was für eine Überraschung, ist Futter für einen Jet. Und damit ist die Liste vollständig. Ich meine, gut, rein theoretisch hätte ich wohl auch noch eine Handvoll mehr Fahrzeuge mit ins Video aufnehmen können, beispielsweise diesen komischen Drachengleiter oder den Dune Buggy oder diverse Autos, die MGs verbaut haben. Aber unterm Strich wären die halt alle zur D-Klasse verdammt gewesen, bringt also auch nichts. Wir haben, denke ich, alles Relevante, was GTA Online Fahrzeug PvP anbelangt, gesehen. Vielleicht gibt es ja etwas, was ihr anders einordnen würdet. Die Bombushka wäre zum Beispiel sicherlich unverbuggt in B gewesen. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch noch bei allen bedanken, die mir Fahrzeuge zur Verfügung gestellt haben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.